CGI, beziehungsweise Common Gateway Interface, ist die Idee, dass ein Programm außerhalb des Webservers einen Zugang zu einem geschützten, für den Webserver nicht erreichbaren Datenpool bereitstellt. Das kann zum Beispiel eine Datenbank sein und die ist für den Webserver deshalb zum Beispiel schon nicht erreichbar, weil ein Webserver ja nur HTML ausliefern kann. Und ein CGI-Programm kann jetzt mit der Datenbank kommunizieren, abhängig von bestimmten Eingaben Daten aus der Datenbank holen, hieraus eine HTML-Datei erzeugen, diese HTML-Datei dem Webserver geben und der Webserver liefert diese letztendlich an uns, den Client, den Browser. Der Aufruf eines CGI-Programmes unterscheidet sich nicht von dem Aufruf statischer Webseiten oder nur sehr wenig. Wir haben eine URL und diese URL zeigt auf das CGI-Programm und enthält vielleicht noch weitere Parameter, um die dynamischen Inhalte anzugeben. In unserer Einordnung sehen Sie CGI hier oben. Es bezieht sich nur auf externe Programme und der Prozess läuft vollständig außerhalb des Webservers. Hier sind einige Beispiele dafür. Das kann ein JavaScript-Programm sein, was außerhalb läuft, ein Perl-Programm, ein Java-Programm oder ein C++-Programm. Im Prinzip ist jedes auf Shell-Ebene ausführbare Programm hier möglich. Wie gesagt, Sie können ein CGI-Programm direkt in der URL im Browser angeben. Sie können aber auch von innerhalb einer HTML-Datei ein CGI-Programm aufrufen. Ich habe hier mal Beispiele dafür gelistet. Aufruf eines CGI-Skriptes aus einer HTML-Datei mit Übergabe von Anwenderdaten. Das heißt, in einem Formular, das haben Sie ja schon gesehen, da gibt es in dem Action, im Formelement den Action-Parameter und dort kann dann ein CGI-Programm stehen. Das wird dann, wenn der Action-Button gedrückt wird, ausgeführt. Hier sehen Sie ein CGI-Programm ganz normal in einem Anchor-Element oder in einem Bild oder auch in einer SSI-Anweisung. Der Mechanismus ist sehr flexibel und robust. Er ist insofern nicht effizient, weil auf der Serverseite ein Aufruf über das Betriebssystem erfolgen muss. Hier sehen Sie den kompletten Ablauf im Sequenzdiagramm. Sie sind auf der Nutzerseite. Sie fragen ein statisches HTML-Dokument an. Das könnte ein HTML-Formular sein. Und in dieses Formular können Sie Formulardaten eingeben. Und wenn Sie auf den Send-Button klicken, dann wird eine CGI-URL aufgerufen. Und hierfür hat der Server jetzt nicht direkt eine statische HTML-Datei vorliegen, sondern erkennt, dass er ein Programm aufrufen muss, das tut er auch. Und dieses Programm selbst kann vielleicht mit einer Datenbank kommunizieren und erzeugt ein HTML-Dokument. Und dieses HTML-Dokument, das bekommen Sie dann zurück. Die exakten Schritte sind hier nochmal dargestellt. Insbesondere sollten Sie wissen, dass der HTTP-Server auf Basis dieses Aufrufs eine Reihe von Umgebungsvariablen setzen kann und die sind im CGI-Protokoll festgelegt. Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Übersicht darüber. Unterscheiden Sie weiterhin, ob der Aufruf der URL via GET oder via POST geht. Geschieht er via POST, werden die Daten aus dem Message Body dem CGI-Skript über die Standardeingabe zur Verfügung gestellt. Geschieht er via GET, werden die Daten direkt hinten aus der URL genommen. Das CGI-Programm selbst hat keinen komplexen Übergabemechanismus bei der Kommunikation mit dem Webserver. Tatsächlich
druckt es einfach die Ausgabe einer HTML-Datei aus und diese auf Standard Out geschriebenen Daten dienen dem HTTP-Server als Rückgabewert. Die stellen dann das HTML-Dokument dar, das der HTTP-Server dem Client zurückgibt. Die Protokollinformation, die sich auf den Inhalt bezieht, die wird von dem CGI-Programm erzeugt. Nur die erste Zeile des Protokolls, die Statusline, die kommt vom Webserver. Aber auch hierfür kann das CGI-Skript Angaben für den Statuscode generieren. Das CGI-Programm ist sehr gut informiert über die Anfrage, das heißt über den Client. Es bekommt Informationen über den Inhalt natürlich, Content Length, Content Type. Aber es kennt auch die Art der Verbindung. Es bekommt Cookies. Es kennt den Browser genau, das Programm dahinter, die Anfrage-String und so weiter. Und auf Basis dieser ganzen Informationen kann eine adäquate Antwort erzeugt werden. Erfolgt die Anfrage über GET, dann sind die Daten ja in der URL angehängt und durch ein Fragezeichen voneinander getrennt. Dann gibt es noch weitere syntaktische Vereinbarungen, nämlich dass Formulardaten einschließlich ihrer Daten durch das und, das Ampersand voneinander getrennt sind. Name und Daten einer Formularvariablen durch gleich, Leerzeichen in den eingegebenen Daten durch plus. Es ist alles möglich zu kodieren in ASCII. Dafür müssen Sie eventuell so, wie es hier steht, kodieren. Da jedes via Shell auf dem Server ausführbare Programm ein CGI-Skript sein kann, kann auch eine Shell-Skript-Datei ein CGI-Programm darstellen. Insgesamt kann man sagen, es muss quasi nur der POSIX-Standard erfüllt werden. Hier wäre die entsprechende URL und die Shell-Skript-Datei, die Sie hier sehen, die druckt ein Dokument. Sehen Sie es aus und dazu gehört ein Stück noch vom Protokoll. Hier mit der Leerzeile auch und dann fängt auch schon das HTML-Dokument an. Und in diesem HTML-Dokument werden auch noch von dem Bash-Skript Inhalte der CGI-Variable mit ausgegeben. Führt man das CGI-Programm jetzt aus, dann bekommen Sie die Antwort, die Sie hier unten sehen. Sie können das ausführen, indem Sie direkt hier den Link anklicken. Oder hier unten draufklicken. Auch können Sie sich den Source Code auf der Serverseite hierzu ansehen.